Grüße Leute und willkommen zurück bei Orknüt. Wir sind immer noch bei der Hexe und ich habe ja beim letzten Mal nicht rausgefunden, wie das kleine Rätsel zu lösen ist. Habe mich dann aber ein bisschen schlau drüber gemacht, indem ich einfach rumexperimentiert habe. Ich muss mich bei Orknüt erstmal reinfinden und entschuldigt, dass so ewig keine Folge kam. Aber das lag einfach daran, dass ich keine Zeit gehabt habe oder jedenfalls nicht die Stimmung, Orknüt zu spielen. No, that's not how it happened. Das darf nicht geschehen. Okay, packen wir es wieder rein. Wir haben ja brennbares Gebräu und das habe ich hier aus den Raben extrahiert und schiebe es jetzt der alten dummen Hexe. Okay. Eigentlich wollte ich sie auf den Fuß packen. Das muss grundlegend richtig sein. Können wir vielleicht mal Erdbeben aktivieren? Nein, wir mussten irgendeine Fähigkeit machen. Ich habe es vor einiger Zeit, gleich nach meinem Let's Play, ausgetestet, wie es geht. Hab's dann rausgefunden, war sehr zufrieden mit mir. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, das brennbare Gebräu ihr auf den Fuß zu packen, aber sie packt den Fuß ja immer wieder weg. Müssen wir einfach nur schnell genug sein, aber ich glaube, das ist es nicht. Wir brauchen erstmal das Säuregebräu, um hier den Strick durchzubrennen. Dafür müssen wir erstmal das saure Gebräu aber wieder herkriegen. Sowas wollte ich sagen, ja. Ich brauche für Orknüt immer so eine gewisse Stimmung. So ein bisschen Ruhe und Beschaulichkeit. Das habe ich die letzten Tage leider nicht gehabt. Und da habe ich mir gedacht, na, lass das jetzt einfach mal und zockst dann Orknüt, wenn es wieder in Stimmung entsprechend ist und wieder genug Zeit hast. Und das ist jetzt halt der Fall. Ich hoffe, ich kriege jetzt die saure Flüssigkeit. Das ist nämlich das, was ich brauche. Süßes Gebräu. Nein, wir brauchen kein süßes Gebräu. Also von dem kriegen wir süßes Zeug. Ich muss immer auch Kotzanfälle, wenn ich das sehe, ganz ehrlich. Wie der Rabe einfach so ein Stück faules irgendwas auskotzt. Und wir kriegen, das sieht doch schon, grün sieht immer nach Säure aus. Grün ist doch Säure, oder? Bitte, bitte, bitte. Saures Gebräu, genau. Und damit jetzt, genau, den Strick, das war das Rätsels Lösung. Dann kriegen wir nämlich dieses kleine Beutelchen. Nein, warte mal, wir brauchen erstmal noch Wind. Ist das Wind? Ja. So, jetzt brummt der Kessel richtig. Und jetzt können wir das saure Gebräu irgendein Vogel geben, was uns das brennbare Gebräu gibt. Und dann geht es nämlich richtig los. Haha. Jetzt zieht die Alte auch ihren Fuß nicht mehr weg. Und dann ist die Hexe dran. Erstmal den Rattenschwanz. Nein, ich will doch nicht die Flasche mit dem Rattenschwanz benutzen. Ich will einfach nur den Rattenschwanz bitte in den Ofen rein. Alle, die neu bei Orknüt dazugekommen sind, wundert euch nicht, das Spiel ist ein bisschen skurril, abgedreht und so weiter, aber eigentlich perfekt, wie ich finde. Genau so ein Titel, wie man ihn zocken sollte. Von der Stimmung her. Abgehöhltes Gebräu. Ne, das brauchen wir nicht. Das geben wir jetzt einfach mal ihm hier. Denn er müsste eigentlich das brennbare Gebräu. Weil er macht süß, er macht sauer, er abkühlt. Genau, eine schöne, ölige Zwiebel, die macht alles brennbar. Weiß man, könnte in der Küche übrigens auch verwenden für Bau von Molotow-Cocktails. Ein paar Zwiebeln gekauft, ein bisschen Öl drauf, perfekt. Jetzt schön auf den Fuß kippen, ja. So, dann wollen wir einfach mal Feuer machen. Ja, da ist... Nein, ich habe den Sprecher weggedrückt. Das wollte ich gar nicht. Ich habe den Sprecher weggedrückt. Wir haben auf jeden Fall gerade die kleine Fee befreit. Kapitel 3? Beneath the Surface. Unter der Oberfläche. Aber wir haben auf jeden Fall die Fee befreit. Keine Ahnung, was die Hexe gesagt hat, aber ich glaube, die war davon nicht begeistert, weil sie halt eine der wenigen wirklich bösen Kreaturen in diesem Spiel ist. Ja. Okay, die Hexe hat echt schon irgendwie, ich weiß auch nicht, Gicht in den Pfoten, die hat uns zum Glück nicht gekriegt. Und wir haben es geschafft, im Erdloch zu verschwinden. As soon as the Alva fell from the hag's grasp, the creature saw its chance and with the tiny being on its shoulder, tumbled down into the safety of the mountain. As their eyes slowly became accustomed to the darkness, a massive cave opened up before them. The creature beheld it in silence for a while, before remembering its new acquaintance. Are you all right? It asked. Also kurz zusammenzufassen, wir sind von Hexen gekommen und sind jetzt hier in diesem Erdloch. Und die Fee und die Kreatur müssen sich erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen. She won't be able to get us down here. Why do you think she was so interested in you? Und sie glauben, da unten wird die Hexe sie nicht kriegen. Aber ich sehe ja schon drüben, seht ihr das? Das ist ein riesiger Fuß. Also, das Abenteuer geht weiter.
The creature said, wir müssen nur aus der Höhle raus und brauchen einen anderen Ausgang, schätze ich mal. Ich muss schließlich ein Versprechen halten, nicht wahr? Die flügellose Elfe schaute zu eurer Kreatur. Ihr Schimmern war ein wenig kräftiger als zuvor. Also selbst die kleine Elfe kriegt mittlerweile Hoffnung, dass wir neue Flügel kriegen. Aber es ist doch wirklich ein fußförmiger Stein. Ich glaube, das ist ein Fuß. Glasscherbe? Probier mal mit Feuer ein bisschen Licht zu machen. Ah, und da leuchtet auf jeden Fall die Scherbe. Wind? Ja, das ist doch super. Er muss immer vorher die Elemente ausprobieren. Nein, wie war denn das mit... Nein, ich will dich beenden. Wie war das mit Items aufnehmen? Ach, dass ich jedes Mal vor Orglüht erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen muss. Genau. Bitte einmal den Stock aufnehmen. Genau, sie nahmen den Stock auf, denn es würde von Nutzen sein. Wir können die ganze Zeit Erdbeben erzeugen. Das muss ja auch irgendwann mal gewinnbringend sein. Okay, erstmal noch Wasser. Ist bei Wasser irgendwas passiert? Es leuchtet zwar, aber ich sehe jetzt nicht direkt das, was passiert. Okay, nicht so schlimm. Wir versuchen erstmal, den Stein zu nehmen. Ach, der wird wahrscheinlich zu fest hängen, oder? The creature didn't want to risk cutting itself on the glass shard. Okay, die Kreatur will sich also nicht an der Glasscherbe schneiden. Probieren wir es mal mit einem Zweig rauszubrechen. Nein, das war klar, dass es nicht funktioniert. Na, das war logisch. Vielleicht kriegen wir ja irgendeinen Hinweis, wenn wir mit dem Glasstein mal ein bisschen interagieren. Hello there. The small creature said, as it watched its distorted reflection in the glass. Sie sagt zu ihrem eigenen Spiegelbild Hallo. A rather large piece. Okay, das hilft uns aber alles nicht weiter. Ich guck mal noch ein bisschen nach Hotspots hier. Draußen. Da wollen wir aber nicht hin, weil wir da sowieso nicht hinkommen. Wir können aber ein paar Informationen rauskriegen. The light from the opening revealed a large eine große Höhle, ja. Hilft uns alles nicht weiter, fürchte ich. Wir gucken uns mal fußförmiger Stein. Über den können wir ein bisschen was erfahren. Oder wir können mit dem Fuß mal reden, das wäre natürlich auch noch was. Großer Stein in Form eines Fußes ragte vom Höhlenboden nach oben. Ich glaube immer noch, es ist ein richtiger Fuß. The creature uttered as it put its own tiny. Süß. Ja. Also wer es gerade nicht gelesen hat, die kleine Kreatur hat quasi einen Fußvergleich gemacht. Probieren wir es mal mit der Eisenmünze. Nein, das passiert nämlich nicht. Ich bin immer noch ein bisschen unschlossen, für was wir die schlammige Tafel und die Münze mit haben. Naja, es gibt ja noch hier einen Raum. As they walked through the dark tunnel, als sie durch dunklen Tunnel liefen, wendet sich die Kreatur zu Elfe. Es tut mir leid, dass du von deinem Zuhause am See fortgeholt wurdest. Ich weiß nicht, ob ich dahin zurückfinde, sagte sie mit einem unschuldigen Blick. Aber die Elfe schien nicht traurig zu sein, im Gegenteil. Sie schien heller zu leuchten als zuvor, wenn auch nur ein wenig. Ich soll ja die Texte mal vorlesen, weil die meisten Leute nicht so gut Englisch sehen und die hören und die Texte unten auch nicht lesen können aufgrund der Dunkelheit des Spiels. Das kann ich voll nachvollziehen. Deswegen bin ich bemüht, auch mal alles ein bisschen vorzulesen. Wieder. Ja, das war ja einfach. Einfach ein Erdbeben erzeugt, dann geht das. Was passiert beim Feuer? Da wird es ein bisschen heller. Und wir brauchen nochmal Wind. Fledermäuse. Okay, da passiert nicht wirklich was. Wir können ja mal probieren von der Wurzel. Na, ob das alles nichts hilft? Ich weiß nicht. Wir können uns die Wurzel ja nochmal angucken. Vielleicht reden wir auch nochmal mit der Wurzel. A thick root had violently. Okay, die kleine Kreatur wird quasi bewundert, regelrecht die Wurzel für ihre Kraft durch Stein zu brechen. Der Mondlicht machte sich einen Weg durch die großen Rissen der Wand und erleuchtete den Kammerboden. Hilft uns alles nichts, ich gehe mal in die große Kammer. Ich denke, hier ist noch nichts dabei, was wir brauchen. Oh Gott, das ist ja ein richtig großer Bereich. Ah, da werde ich wieder schön lange rätseln müssen. Eine Fackel! Feuer? Okay, das war schon recht effektiv. Erde? Können wir das Zeug mitnehmen? Abgrund? Es muss ja irgendwas gebracht haben, dass wir jetzt das Gras rausgeholt haben. Und Wind. Ja, manches weiß man einfach nicht, ob es sich lohnt, das zu aktivieren oder ob das nur Deko ist. Das ist alles gar nicht so einfach. The torch had been securely fastened to the wall. Die Fackel kriegen wir leider nicht. Sehr, sehr schade. Wer ist ein Grofui? Oder wer ist das? Also, was soll es sein? Ausgetrockneter Fluss, verlassene Mine. Ei, Orgnüt, du stellst mich gerade für große Rätsel. Ist gerade ziemlich viel hier los. Oh, Grofui. Ich habe keine Ahnung, was der ist.
Aber ich werde da mal speichern, wenn sowas ist, und wir werden einfach mal uns die Kreaturen, handförmiger Stein, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, also es wird immer gruseliger, handförmiger, fast fußförmiger Stein, handförmiger Stein und hier eine abgedrehte Kreatur. Ich wollte sagen, ich werde dann vielleicht mal woanders hingehen, also raus aus dem Spiel und dann die Kreaturen vorlesen, wenn neue auftauchen. Okay, was bringt Bio? Da kommen Köpfe aus den Fällen. Habt ihr es gesehen? Also hier einfach hier, Schädel kommt da raus. Eieiei, Wasser. Hilft uns auch nicht viel. Feuer. Okay, es muss irgendwas zu sagen haben. Wind. Okay, wir machen mal Feuer an und reden mal mit Grüfrui. Wer immer das auch ist. Aber ich kriege erstmal eine Information dazu. Deep within the mountain, far away from any light. Minenarbeiter haben einen fürchterlichen Blick auf den eigentlichen Augen, die wir erhaschen können. Manche behaupten, sie sei den großen Erz gekommen. Das andere meinen, sie versuchen sie in den dunklen Tunnel zu locken. Also ich habe keine Ahnung, was das für eine Kreatur ist. Oh, jetzt habe ich den letzten Text. Das muss ich mal lesen, Leute. Wenn sich jemand in ihr Gebiet wagt, sollte man sich hüten, Krach zu machen. Und man sagt, wenn sie gestört wird, bringt sie sich eindringlich an den tiefsten Ort im Berg, wo das unglückliche Wesen langsam in Stein verwandelt wird. Also kurz gesagt, diese ganzen Kreaturen und diese Steine hier, die steinförmige Hand, das ist alles, wo dieser Grufrui oder praktisch hat die Leute verwandelt. Krach, krach. Immer am Hämmer, die Wände schlagen, laute, verkommene Wesen, Schlag, Schlag, Schlag. Es gehört nicht ihnen, murmelte die Grifru zu sich selbst. Grifru natürlich, Entschuldigung, ich hab's gerade richtig gesagt. Sie schien die Kreatur neben sich nicht zu bemerken, unverzeihlich, Schlag, Schlag, der Stein fällt, ein Zauber. Versteck ihn. Ja. Sie wollen nicht gehen? Na, sie können nicht sehen, wo sie hinschlagen. Das wird nicht funktionieren, mein Geliebter. Für einen kurzen Moment wurde die Stimme des Grufu sanft. Bald wird er kommen. Nein. Dass er mich so sehen wird. Mein Aussehen. Unansehnlich. Ihre Schuld. Schlag, Schlag, Schlag. Eine Stille. Makellos. Coole Geschichte. Also wenn jemand eine Creepypasta draus machen möchte, dann bitte jetzt. Denn ich denke, das hat Material. Es ist nämlich ein bisschen wie Gollum irgendwie so. Mein Schatz. Okay, ich will die Kreatur eigentlich auch gar nicht anreden. Ich guck mich einfach weiter hier um. Versperrter Durchgang. Es kann die Höhle ist wirklich ein bisschen gruselig, aber wir müssen ja wieder rauskommen und der Fee ihre Flügel geben. Die Elfe zuckte mit den Schultern, schaut sie mit großen Augen an. Oh naja, ich bin sicher, wir werden jemanden finden, der uns sagen kann, was zu tun ist. Ja, wer soll das sein? Stalagmiten haben wir hier. Stalagmiten. Ich kann mir nie merken, was von oben und von unten ist. Das sind die Reben. Feuer. Okay, da leuchten die Wandmalerei so ein bisschen. Sind das Hinweise? Das sind doch Hinweise bei den Einritzungen, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Erst kommt das Pony, dann das Schiff und dann dieser Kräusel. Wind. Okay, da geht's definitiv nach draußen. Und wieder Wichtel. Also der Wichtel wurde definitiv in Stein verwandelt. Reden wir mit ihm mal. Wer geht da hin? Jammerte der fette Wichtel so selbstbewusst, wie er konnte. Wer bist du? Ich weiß es nicht, nach die kleine Kreatur besorgt. Das stimmt, die kleine Kreatur weiß ja immer noch nicht, wer sie wirklich ist. Was meinst du damit, du weißt es nicht? Sagte der fette Wichtel, als sich seine Angst in Neugier verwandelte. Ich habe mich erst kürzlich in dieser Welt wiedergefunden. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Genug von deinen unbedeutenden Problemen. Meine sind viel ernster und sie wären bloß noch mehr. Ich spielte eins auf meiner Flöte, während ich in diesen elenden Berg noch etwas durchsuchte, um meine Habseligkeiten von mir und meinem Bruder zurückzuerlangen, als sie auf mich zugerannt kam. Ich denke mal, der Wichtel wird von der Kreatur wirklich einfach in Stein verwandelt worden sein. Kannst du mir helfen, mich an ihr vorbeizuschleichen? Du könntest meine Flöte haben und ich bin sicher, meine Leute werden sich großzügig belohnen. Ich schätze, das könnte ich tun, antwortet die kleine Kreatur. Ja, gut, wir sollen jetzt dem Wichtel quasi die Flöte besorgen. Aber dann werden wir da auch von der verdammten Kreatur da. Mich interessiert jetzt, was das ist. Das ist das Falsche. Da muss ich ja kurz mal aus dem Spiel rausgehen. Oh, wie habe ich denn das vorhin gemacht? Einfach Escape. Gehen wir auch kurz mal aufs Spiel speichern.
Ich will nur einfach mal wissen, Sagenbücherei, genau, was das nur für eine Kreatur genau ist. Und auch der Wichtel, das ist ja alles sehr, sehr interessant, wie ich finde. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt lesen. Ich würde jetzt einfach mal den Text durchlaufen lassen. Okay, es gibt noch keinen Eintrag über den Wichtel. Doch hier, über den Grufrü. Okay, ich lasse es einfach mal laufen. Ich hoffe, ihr könnt das gut übersetzen. Wenn nicht, meldet euch das nächste Mal, dann lese ich es wieder vor. Deep within the mountain, far away from any light of day, the Grufrü lives by herself. Miners have been known to catch a glimpse of her in the corner of their eye, some claiming that she is showing them the location of large ore veins, others that she is trying to get them to follow her into the tunnels. If one is to venture into her domain, be mindful of making noise. If disturbed, she is said to bring the perpetrator to the deepest place within the mountain, where the unlucky being slowly turns into stone. Dieses Grufrü ist mir nicht sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben keinen Eintrag über den Wichtel. Sehr, sehr schade. Dann machen wir einfach mal weiter. Ich habe jetzt trotzdem nicht gespeichert, so wie es aussieht. Ist ja egal. Wir gehen jetzt erstmal zum Grufrü zurück. Wir müssen erstmal jede Menge Items sammeln, so wie es immer ist. Und danach basteln wir was Schönes, MacGyver-mäßiges draus. Ich rede einfach mal mit der Hand. The creature stared at the large. Ich frage mich, ob diese Formation etwas mit der zu tun hat, die ich zuvor gesehen habe. Ja, ich glaube, hier wird einfach mal ein Riese in Stein verwandelt. Dieses Vieh ist echt mächtig, dieses Grufrü. Verlassene Mine, ausgetrockneter Fluss. Ich gehe erstmal zum ausgetrockneten Fluss, das klingt für mich irgendwie interessanter. Gibt's hier irgendwas? Feuer. Ja, ein schöner Riss im Boden, aber ich glaube, das ist nur Deko. Alter, was war das denn nochmal? Hatschi! Schöner Rotzfraden. Und wir können überall dieses Gras wachsen lassen. Das muss irgendwas zu sagen haben. Ich sehe hier drinnen jetzt auch keine Hotspots, außer es wurde gerade hier gespeichert. Ich sehe hier großer Felsbrocken. Probieren wir mal zu nehmen. Die kleine Kreatur gibt alles, aber sie konnte den Stein keinen Millimeter bewegen. Aber dafür haben wir ja unseren Zweig. Der können wir als Hebel einsetzen, oder? Ja, ist eigentlich nur ein Zweig. Eigentlich kann er nicht viel. Nee, nichts passiert. Schade. Was haben wir hier eigentlich? Die Stalagmit. Okay. Können wir den? Nein. Also Stalagmit. Geklärt, das sind die von unten nach oben. Ja, ich weiß wieder was. Stalagmiten. Und dann gibt es noch die Stalaktiten. Und die hängen, weil, naja, wisst schon. Stalaktiten. Ich will es jetzt nicht offensichtlicher noch erklären. Also ich meine, das müsste schon einleuchtend für euch sein, oder? Okay, dann gehen wir erstmal die verlassene Mine. Und ich habe keinen Plan, was ich jetzt eigentlich tun soll. Wie immer halt. Wow. Nächste abgefahrene Kreatur. Hey du Langfinger, hör auf in den Schatten zu schmollen und komm rüber zum Schmelzofen. So, dass ich dich sehen kann. Nein? Und die macht's wirklich. Kleine Kreatur, lass den Scheiß. Was zur Hölle? Oh, ich verstehe. Ein paar neue Langfinger haben den Weg in meinen Berg gefunden. Von einer Kiste, die in den Schmelzofen stand, ein gekrümmter ich kann es nicht aussprechen. Svartal. Svartal. Die kleine Kreatur und ihre neuen gefundenen Freunde finster an. Ich werde es für eure winzigen Köpfe einfach ausdrücken. Da diese Mine mir gehört, habe ich beschlossen, euch überhaupt nicht zu geben. Also geht weg. Ich habe schon genug lange Finger, auf die ich ein Auge haben muss. Was ist denn das für ein Vieh? Die kleine Kreatur schaut zu ihrer Freundin, bevor sie versuchte, mit den Slavataf zu reden. Ich entschuldige mich, dass ich so achtlos in dein Zuhause gewandert bin. Aber würden mir etwas nehmen, was von anderen so von Wert ist? Die kleine Kreatur ist so höflich, aber klauen tut sie in Wirklichkeit ja auch, ne? Also wir haben schon jede Menge Zeug genommen. Natürlich würdet ihr das nicht. Ihr habt nur beschlossen, einen angenehmen Spaziergang durch den tiefsten Teil des Berges zu machen. Nur weil ich noch einen Schatz finden muss, heißt das nicht, dass er noch nicht bereits mir gehört. Der Svartal griff in seine Tasche, bevor er einen kleinen Stein nach der Kreatur warf. Ist der bescheuert? Dieses wertlose Stück Stein kannst du haben. Davon sind noch genug für dich in den Wänden, Langfinger. Also wir werden jetzt gerade mit Stein beworfen von dieser Assi-Kreatur. Ich hoffe, wir haben den Stein jetzt aufgehoben. Ja, ein kleiner Stein. Wirst schon sehen, was du davon hast. Holzstock, Abguss, können wir das alles nicht mitnehmen? Ich nehm's trotzdem einfach mal mit. Scheiß drauf, das blöde Swaftaf oder wie das Ding heißt. The creature decided. Ja, mit dem Holzstock können wir bestimmt nämlich den Felsen bewegen. Okay, wir machen mal Bio und dann passiert was. Sehr gut, jetzt haben wir auch noch eine Spitzhacke. Wir werden wieder geradezu beschenkt. Wir machen noch ein bisschen Wasser.
Da wird hinten die Schale gefüllt. Ich denke, damit können wir auch was anfangen. Feuer. Ja gut, der Schmelzofen. Und dann können wir es verpuffen lassen. Wir müssen vielleicht irgendwas mit dem Ofen noch machen, was ich jetzt gerade noch nicht so richtig voraussehen kann. Abguss. Tja, ein paar Informationen über den Abguss, bitte. In der hintersten Ecke der alten Mine stand was, das wie ein Abguss in Form einer Glocke aussah. Toll. Schmelzofen. Naja, ich denke, da können wir alles was machen, aber ich gehe erstmal wieder in unser Monsterbuch und gucke mal, was der Swarftarf ist. Sagenbücherei. Was ist der Swarftarf? Oh, ich spreche das Ding garantiert falsch aus. Nee, auch noch nicht eingetragen. Na, müssen wir uns noch mit dem Ding noch ein bisschen beschäftigen. Spitzhacke nehme ich gerne mit. Mit der Wasserschale können wir scheinbar nichts anfangen. The earthquake had rocked the pickaxe loose. Das Erdbeben hat die Spitzhacke locker gerüttelt, so dass die Kreatur sie aufnehmen konnte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den anderen Steinen und probieren da mal ein bisschen was rum. Diese Pflanzen sind immer noch sehr, sehr seltsam. Es ist schön, dass wir die holen konnten. Und was hat dieser Abgrund zu sagen? Alles sehr, sehr mysteriös noch. Okay. Nehmen wir erstmal stabiler Pfosten und probieren mal den Felsen aufzuhebeln. Was war? Habt ihr das gerade gesehen? Was war denn das für eine Kreatur gerade? Hallo, Igel. Oh, das ist der abgefahrenste Igel, den ich je gesehen habe. Reden wir mit dem Igel. Hallo, sagt die kleine Kreatur nervös. Der Igel bemerkt die Begrüßung nicht, aber die Kreatur konnte ein leichtes Knurren von seinem Magen hören. Ich schätze, er hatte Hunger. Wir müssen den kleinen Igel also was zu essen geben. Was haben wir denn da? Die Brombeeren. Komm, lass dir schmecken. Jeder Igel würde Brombeeren geben. Jeder Igel hätte Brombeeren gegessen. Das braucht man jetzt nicht erzählen. Spiel, das ist unrealistisch. Für was haben wir jetzt den Stein weggemacht? Ich kann ja nichts weiter mehr machen. Vielleicht können wir jetzt Wasser fließen lassen. Ja. Kommen wir zwar trotzdem jetzt nicht rüber, aber wir können mal gucken, was mit dem Abgrund passiert ist. Tja. Ich habe keine Ahnung, wo das Wasser hinfließt, aber vielleicht führt es ja in die Kammer davor. Ich habe noch die Wurzel. Können wir die vielleicht mit der Spitzhacke mal ein bisschen? Hm. Nein, natürlich nicht. Bergeingang. Ja, mit der Spitzhacke können wir garantiert. Nein, nein, ich bin völlig rausgegangen aus dem Spiel. Warte mal kurz, Leute. Ah, da bin ich wieder. Sehr, sehr ungünstig. Das ist, wenn man sich so leicht verklickt. Stalagmit? Nein. Also hier haben wir gar nichts beeinflusst. Sehr, sehr schade. Aber wir können auch noch mal Wasser dazukommen lassen? Nö. Ich muss versuchen, vielleicht das Wasser irgendwo fließen zu lassen. Es muss ja irgendeinen Sinn und Zweck haben. Hier kann man gar kein Wasser machen. Können wir mit den Stalagmit vielleicht? Nein. Ich probiere jetzt einfach mal den Wasserfluss mit den Stalagmiten zu unterbrechen. Ob das irgendwas bringt oder ob der vielleicht eine Wand einreißt im Wasserfluss. Nein, auch nicht. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt das Wasser fließen lassen haben. Ob das irgendeinen Effekt für uns hat? Und die Kreatur guckt immer noch schwer beleidigt. Probier mal den... Nein, auch nicht. Okay, wir haben eine Spitzhacke und Stalagmit gekriegt. Damit lässt sich doch was anfallen lassen. Wir brauchen auf jeden Fall noch was zum Essen für den Igel. Wenn schon unsere lecker Brombeeren nicht schmecken. Nein. Nein. Ich würde sagen, wir werden mal versuchen, aus dem Stalagmiten irgendwas rauszufördern im Schmelzofen. Ob das jetzt unbedingt Sinn macht, weiß ich nicht. Ich bin schon wieder am Rumrätseln, wie ihr merkt. Manchmal muss man Dinge halt in dem Spiel auch kombinieren. Vielleicht soll ich das auch mal gleich probieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die kleine Fee wieder mit dabei ist, dass sie immer schön auf dem Rücken jetzt reitet. Immer so ein kleiner Leuchtpunkt. Weil das Spiel ist ja doch, wie gesagt, scheiße dunkel. Schmelzofen? Stalagmit. Nein. Nein. Vielleicht müssen wir mit... Wir bieten ihm mal Brombeeren an, wir sind freundlich. Keiner will meine scheiß Brombeeren, das gibt's doch nicht. Was können wir mit der Spitzhacke machen? Mit der Spitzhacke können wir irgendwas fördern, das ist mir schon klar, aber was zur Hölle? Das ist auch sehr praktisch, aber das können wir einfach nicht verwenden. Nochmal Erdbeben.
Wir müssen den auch irgendwie von seiner Truhe wegkriegen. Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, ein bisschen überfragt bei der ganzen Sache. Ihr könnt gerne miträtseln. Wie gesagt, ich werde die Parts jetzt nicht mehr so übertrieben lange Pausen dazwischen machen. Das heißt, ihr könnt mir ruhig Tipps und Tricks geben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber vielleicht finde ich ja noch ein bisschen selber was raus. Probieren wir mal zu kombinieren. Ach, wozu haben wir eigentlich den kleinen Stein gekriegt? Nein. Wozu der kleine Stein? Analysieren wir noch mal ein bisschen Igel. Ich denke, das könnte was bringen. Ein Igel schaut aus seinem Bau. Er hatte noch immer die Augen zurückgekniffen, da er gerade erst aus dem Schlaf erwacht war. Puh. Brauchst du einen Stalagmit? Nein, habe ich mir was gedacht. Nein, auch nicht. Und dann haben wir noch den kleinen Zweig. Ah, ich probiere jetzt mal untereinander ein bisschen was aus. Ich glaube, das führt zu alles. Führt irgendwie zu nichts. Und irgendwie soll ich ja für den kleinen Zwerg noch seine Flöte finden. Das kriegen wir im Infobook noch raus. Der Magen des Igels grummelt. Alle funkelnden Dinge im Igel. Okay, das Vieh hat auch gesagt, dass alle funkelnden Dinge im Berg ihm gehören. Wir brauchen also was Funkelndiges. Der stämmige Mann will zu seinem Bruder zurück. Die herumfasende Frau fühlt sich für die Ankunft. Möchte sich für die Ankunft ihres Beliebten vorbereiten. Was können wir denn geben, dass sich das Grofu oder Grofu sich besser für die Ankunft ihres Geliebten praktisch bereit machen will. Vielleicht muss mir irgendwas in die Hand drücken. Wie wär's mit Brombeeren? Oh, keiner will meine Brombeeren. Spitzhacke. Nein, auch nicht. Ein Stalagmit. Nein. Wie wär's mit deinen wunderschönen kleinen Steinen? Das Vieh will mich verarschen. Ein wunderschönen Zweig. Ja. Getrocknete Blumen. Das ist toll. Also das Zeug schleppe ich schon von Anfang an mit rum. Nein, nein, nein. Alles nicht richtig. Vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen die Gegend gehen. Vielleicht geht es ja da hinten weiter. Aber andererseits gesehen bräuchten wir ja eigentlich den Stein. Diese komische Glasscherbe. Weil es ja funkelt. Und damit können wir das Vieh bestimmt locken. Die Frage ist nur, wie kriegen wir praktisch mehr Spitzhacke oder den Stalagmit? Nein, das ist Quatsch. Wie kriegen wir diesen Stein da raus? Also diesen Glasstein. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Wir probieren mal alles aus. Warum will der Igel unsere Brombeeren nicht? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Wasser? Wind? Pulen wir wieder die Kerzen? Wir haben es ja noch gar nicht angesprochen, wo die Kerzen jetzt quasi an waren. Okay. Können wir vielleicht nochmal die Kerzen anmachen und dann mit ihr reden? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Nee. Das bringt alles gar nichts. Da kommen die Gesichter raus, mit denen wir aber auch nichts anfangen können. Alles sehr, sehr seltsam. Und wozu haben wir das Wasser angemacht? Ist manchmal schön, dass wir es können, aber... Na egal. Gehen wir erstmal zurück zum Glaskristall. Ach ja, wir haben noch die Wurzel. Was können wir mit der Wurzel anfangen? Da haben wir auch schon alles probiert, oder? Nein, das klappt auch nicht. Schade. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Läuft alles nicht. Die Kreatur hat Angst, sich da weh zu tun. Aber dafür hat sie die Spitzhacke. Und da sagt einfach der Sprecher, nein, das geht nicht. Stein? Nein. Kann man hier irgendwas geändert durch den Wasserfluss? Ich bin gerade wieder so ein bisschen am Verzweifeln, muss ich sagen. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch hier wie ein Wandschutt aus, aber man kann es nicht anklicken, daher wird es uns nichts nützen. Nochmal alle Elemente ausprobieren. Wasser bringt hier nicht viel, oder? Verzweiflung macht sich breit. Haben wir schon mal probiert. Was wollen wir mit dem dämlichen Stalagmit? Eigentlich müssten wir mit der Spitzhacke den kaputt schlagen können und hoffen, dass irgendwas drin ist. Das hilft alles nichts. Ich muss nochmal mit der Scheißhaus-Kreatur reden. Ich meine, das Funkelnde, das möchte sie garantiert haben, aber wie könnten wir diese glasschermige
Oh, seltsame Formation. Da geht's ja noch weiter. Oh, hätte ich das gewusst. Freitreibende Kiste. Hier ist ja noch mehr. Seltsamer Stalagmit. Ich denke, das sind die Brüder. Die werden sich garantiert gleich in Lebewesen verwandeln. Machen wir erstmal Wind. Gut, das bringt noch nicht viel. Eine kleine Mücke. Und damit können wir vielleicht doch den Zwerg ärgern. Ich weiß es nicht. Also irgendein Effekt wird schon haben. Feuer. Boah. Abgefahren. Der kriegt's auch immer ab. Okay, Bio. Das sind die Brüder. Nimm erstmal die Kiste auf. The small creature reached down into the... Einen alten, matschigen Apfel. Na, sowas kann man doch mal einen Igel andrehen. The remaining contents of the... Okay, mehr ist nicht drin. Wir reden jetzt mal mit den großen Wichtel. Der große Wichtel. Bruder, ich glaube, wir wurden entdeckt, flüsterte größte Wildnis. Wichtel nervös zu den Kleinen. Unsinn, sagt der kleine Wichtel mit seinem seltsamen Blick. Halt dich einfach an unseren Plan. Aber das Biest geht nicht, flüchtete der große Wichtel und machte ein verwirrtes Gesicht. Warum geht das Biest nicht? Solange unser Bruder mit etwas zurückkommt, womit wir uns Sachen aus dem Loch holen können, halten wir uns an den Plan. In Ordnung, flüsterte der kleine Wichtel und warf seinem Bruder einen strengen Blick zu. Richtig. Aber das werdet ihr nicht lange aufrechterhalten können, weil jetzt kommt erstmal eine Fliege, die dich ärgert. Ich hoffe, es bringt was. Ne, der hält einfach stur dicht. Aber euer Bruder hat doch mit mir geredet, der möchte doch, dass wir hier... Okay, die Wichtel sind einfach sture Drecksäcke. Wir können ja den Stalagmiten hingeben, damit werden sie garantiert wissen, dass wir zum Bruder gehören. Ja! Ach, er war ja der Stalagmit. Ich hab's vergessen gehabt. Oh Mann. Bin wieder zurück. Als scheint, es wären meine Brüder mit den Bemühungen zufrieden. Unzufrieden? Was? Wieso unzufrieden? Sagt der fette Wichtel mit einem tiefen Seufzer, der unbeholfen seinen Platz neben den großen Wichtel einnahm. Wenn Sie nicht bereit sind zu reden, werde ich selbst eine Belohnung suchen müssen, schätze ich, murmelte der fette Wichtel. Ach, ey, gut, die sind echt kompliziert. Die wollen bitte noch ein bisschen mehr. Aber ihr scheint trotzdem was gekriegt zu haben, oder? Nö, wir haben nichts gekriegt, wir haben nur... Toll. Toll. Wir haben den fetten Wichtel zu seinen Brüdern gebracht, doch wir haben eine Flöte gekriegt und einen Kupferdraht. Damit können wir eine krasse Bombe bauen, oder? MacGyver-mäßig. Okay. Ich würde die Flöte lieber nicht spielen, weil dann wird die andere Kreatur, dieses Stalag-Fluki-Tüt-Tüt, was ich nicht aussprechen konnte, ihr wisst, wie ich meine, wird dann garantiert wieder sauer. Aber die Flöte wird sicherlich gebraucht noch, um irgendwas zu bewirken. Tja, schlauer Satz, oder? Was wollt ihr jetzt eigentlich tun? Den Apfel. Ich wollte den Apfel den Igel andrehen. Da müsste ich mit der Folge fast schon zu Ende kommen. Hallo, lieber Igel. Hier ist der Apfel. Der Igel schnappte sich schnell einen Apfel aus den Händen der kleinen Kreatur und huschte schnell zurück in seinen Bauch. Bei seinem Rückzug hatte er ein paar seiner Stacheln auf den Boden verloren. Ich schätze, ich kann die mitnehmen, sagte die kleine Kreatur traurig. Dass ich mich mit dem Igel anfreunden wollte. Toll, jetzt haben wir einen Igel. Stacheln? Dornen. Wir haben tatsächlich einen Kamm geschaffen. Ich fasse es nicht. Und ihr wisst, was man mit dem Kamm tun kann? Ich kombiniere erstmal noch alles miteinander wild. Mit dem Kamm können wir natürlich diese Kreatur, die alle Leute Stein verwandelt, ein bisschen zufriedenstellen, denke ich. Ach, es läuft wieder. Es rutscht wie durch das Spiel. Aber ich muss dann bald mal aufhören mit diesem Let's Play. An dieser Stelle, damit wir für die nächste Folge noch gutes Futter haben. Ich bin ja fantastisch vorangekommen. Okay, erstmal andrehen. Die kleine Kreatur fing vorsichtig an, das Haar der Groofu zu kämmen. Er wird kommen, bald. Vorbereitung, ja. Ich werde ihn willkommen heißen. Endlich. Mein Aussehen. Was wird er sehen? Die Groofu schien ein wenig entspannter zu sein und ließ ein paar Klammern los, die sie krampfhaft festgehalten hatte. Okay. Was haben wir noch? Klammern? Also die Groofu, die tut mir echt ein bisschen leid. Das ist eine Klammer. Das ist eine verdammte Zange. Alter. Okay. Echt eine Klammer. Okay, wir haben die Klammer mitgenommen. Und was jetzt damit? Damit können wir das Glasding rausholen. Das drehen wir dann dem Vieh an. Ich würde gerne aufhören mit diesem Let's Play, dass wir nächste Folge weitermachen können. Aber ich bin gerade voll hier im Rätselrun. Und das muss ich ja voll ausnutzen. Komm, kleine Kreatur. Komm. Bergeingang. Und das drehen wir dann wirklich noch den Vieh an. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Einen kleinen Spannungsbogen erzeugen. Geht das jetzt? Ja, es geht. Ja.
Und wir haben reflektierendes Glas. So, jetzt schnell zur Kreatur. Also zu einer Kreatur, dessen Namen ich wieder nicht aussprechen kann. Ich hoffe, hier kommen nicht noch viele Kreaturen, die ich nicht aussprechen kann. Das wird dann langsam peinlich. Aber ich denke, es wird welche von euch kommen, geben, die mir das direkt in Lautsprache übersetzen können. Verlassene Mine. Oh, nee, die Fackel brauche ich noch. Ich wollte mal gucken, was ich noch mit Feuer erledigen kann. Es ist immer noch seltsam, dieser Fluss, den wir aktiviert haben. Das ist alles noch nicht so richtig schlüssig für mich. So, liebes Svartfall, Svartafel, Kartoffel. Wie wäre es, wenn ich dir jetzt reflektiertes Glas gebe? Aber nein, das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich freue mich fürs Zuschauen. Ich dachte, ich wollte eigentlich sagen, oh, ich bin völlig durcheinander. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann geht's wieder weiter runter eine Runde Orknöd. Also, bis die Tage und ciao.